So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier 7.25 Uhr und wir haben hier Heidepark. Ich sitze gerade im Auto, weil wir haben halt einen Fan-Day und der fängt halt richtig früh an, weil wir gleich eine Hinter-die-Kulissen-Tour-Krake bekommen und deswegen müssen wir mit den Mechanikern das machen und das heißt, es ist ein bisschen früher, als sonst die Mitarbeiter da sind. Lilith muss halt erst später arbeiten, aber halt auf dem Parkplatz treffen sich hier schon ganz viele Leute da hinten. Und ich bin jetzt mit einem roten Dirndl angekommen, weil in die Lederhose habe ich nicht reingepasst. Ich weiß nicht warum, in Größe 42 nicht mal. Naja, auf jeden Fall habe ich heute ein rotes an. Da sind halt ganz, ganz, ganz viele. Noah, David, Franjo, alle sind da. Das ist richtig geil. Und ich glaube, das wird cool hinter den Kulissen, die Tour. Und ich habe diesen Scheißzettel vergessen. Ja. Mal sehen, was da ist. Lukas hat mich daran erinnert, aber naja, egal. Ich steige jetzt aus und dann gucken wir mal, wen wir da alles treffen. Und Nico Stautmeister ist auch da und alle und wird cool. Gut, dann sehen wir uns in der Krake-Tour. Ja. Der Top-Secret-Eingang. Emma, auch hier ist Lilip immer in seinem Pult. Man macht hier Scheiße. Er drückt immer den Ausknopf. Ja, Hauptbedienpult, ne? Mindestens drei Bediener, das heißt, einer steht hier oben und drückt die Knöpfchen, die die Welt bewegen und dann gibt es noch zwei da unten, die aufpassen, dass die Gäste da keinen Blödsinn machen. Zu Wartungszwecken sieht man hier noch den Bereich, das ist rechts, das sind die ganzen Tests, die täglichen Tests, die durchgeführt werden müssen. Also es muss einer immer oben auf dem Lift und einen gewissen Schalter bewegen. Ohne das fährt diese Bahn nämlich genau 12 Fahrten und nach 12 Fahrten ist Schluss. Dann sagt die Anlage, nö, der Test wurde nicht ausgeführt. Da muss man also morgen schon mal relativ kräftig hier den Lift hoch und in den Splashpool und sowas. Ja. Und dann drücken wir Wechsel hier intern. Bereich kann man ein bisschen abpassen. Dann möchte man da langfahren, wenn da besonders viele Gäste sind. Gut, und hier die ganzen Schilder, das ist nur während unserer Wartungszeit, ist natürlich die Anlage gesichert, weil wir in Bereichen sind, die normalerweise auch vom Zug erfasst werden können. Das heißt, wir schließen immer alles ab mit unseren persönlichen Schlössern, damit wir hier rumrennen können, ohne dass irgendwas passiert. Von der anderen, hier sind nur Schutzleisten zwischen, dass die Fußböden, wenn die zusammengehen, das ist ähnlich wie eine Busfahrertür. Wenn auch irgendeiner hier was drin hätte, also ein Fuß, ein Stock oder sonst was, würde der Fußboden, der jetzt einfach so hochkommt, nicht hochkommen. Das heißt, da sind so berührungsempfindliche Kanten drin. Das ist gehört zum täglichen Test dazu. Wenn ihr euch umdreht, hinter dem sieht man so zwei grüne Fahnen, die zum Beispiel. Wenn die umklappen, da vorne den Reifbildern. Seht ihr die beiden Fahnen, die da hochgehen? Ja. Die gehen durch die Bremsen durch und gucken, ob die Bremsen frei sind. Da eine umklappt, die Autoführung, der Zug bleibt einfach im ersten Bereich des Lifts stehen. Auch ein täglicher Test. Dann muss man den Lift hochrennen, am Motor ein bisschen was schalten. Wir haben zwei Motoren, einmal hier direkt hier runter, dass der den Kopflift angreift. Und das gleiche System haben wir nochmal oben kurz vorm Drop. Jeder denkt ja immer oben am Drop, der Zug bleibt stehen. Der bleibt aber gar nicht stehen, sondern wirklich ganz, ganz, ganz langsam weiter vorwärts. Also das ist ein Motor, der ganz langsam vorwärts und der Eindruck entsteht, nur dass er da oben steht. In 2,5 Sekunden, wo man dann quasi runterkommt. Ja, wenn ihr hier rüberkommt, könnt ihr ruhig rüberlanden. Hier einmal vorsichtig, dann geht es runter in die Wand. Wer weiß, wie die Nase ist? Hier vorsichtig mit der Köpfe und so weiter. Wir haben tatsächlich drei Züge gekauft damals, nutzten aber hauptsächlich zwei durch die doch relativ kurze Strecke. Ist der dritte Zug tatsächlich von der Kapazität für die Gäste nicht besonders rentabel, macht nur 5% mehr aus. Deswegen haben wir die Möglichkeit, den dritten Zug immer während der Winterwart, während der Sommerwart, während der Saison zu fahren, so ist es, zu warten und dann quasi zum Winter schon einen Zug komplett fertig zu haben. Das ist der Vorteil. Zwei sind die Schiene fehlt, seht ihr selber. Jetzt kann man an jedem Rad mal drehen, der Mechaniker kann morgens gucken, ist alles in Ordnung.
Wir können uns die Magnetbremsen angucken, die hier. Hast du schön geschmiert, oder? Kennt ihr das? Das sind Magnetbremse? Im Auto geht das funktioniert. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir so ein Bremsschwert haben und wenn das durch die Bremse durchgeht, je schneller ich da durchfahre, desto höher ist die Bremswirkung. Das ist der Vorteil der Magnetbremse. Nachteil ist, ich komme niemals zum Stehen. Ne? Dafür haben wir hier rechts und links an dem Zug. Das nennt sich Bremsbeläge. Das heißt, die Bremse, die in der Bahn verbaut ist, nutzt den Moment hier und presst sich dagegen. Bewegt dann gerne mal mit diesem Schild hier, sind die Bremse fahren. Dann merkt man mal, wie die Magneten arbeiten. Gehen wir langsam durch und gehen wir mit dem Potter durch. Und, wie geht's hier ran? Ja, das ist ein bisschen Widerstand. Ja, mach mal schnell. Was auch immer interessant ist, mal gucken, ob ich ihn hab. Man sitzt da oben, baumelt mit den Beinen, hat offene Fenster, hier offene Taschen und meistens die kleinen Euronen hier, die kleinen Pfennige, die kommen meistens raus. Und hier, ich mach mal in die Bremse. Und die fallen dann runter und dann passiert genau das. Und dann, wenn er mit dem Schwert durchgeht, macht Knirsch. Dann knirscht es immer und klickert und klackert und die Linien sagen, ich habe ein Geräusch in der Bremse. Liegt meistens daran, dass mein Ding hier, guck mal, gucken, wie der hier sitzt, der Cent. Der ist genau schräg in der Bremse. Genau das macht dann Geräusche. Manchmal hört man dann so einen Klicker und dann mal klackern. Und der Mechaniker, der den dann rausnimmt, hat dann quasi seinen Boden gleich selber gestellt. Der Glückssend. Ja, klar. Das ist auch wieder raus. Oh, okay. Es ist eine super Erfindung gewesen, weil die sieben Magneten, die sind verschleißfrei. Mach mal, es geht richtig schwer. Und wir haben natürlich, umso mehr Gewicht, umso schneller wir fahren, umso stärker wir können. Ja, Center aus, oder? Ja, mach mal. Guck mal, wie schwer das ist. Steck mal Euro rein. Ja, Euro, die sind einfach. Ja, das sind Kettenhaken hier vorne. Aber 6 bis 8 Wochen sind die weg und dann kommen die wieder und können wieder benutzt werden. Und so ein Rad kann man bis zu 4-mal neu belegen. Ne? Problem ist immer, und das sind die Räder, die ihr dann auch teilweise kriegt, der Kolossus oder sowas, manchmal versteigern wir auch welche oder ihr versteigert welche. Das sind Räder, wo in der Regel die Lagersätze defekt sind. Die kann man dann nicht mehr reparieren. Aluminium, das kann man sich vorstellen, wenn das dann irgendwann verschlissen ist und kein Lager mehr reinpasst. Da gibt es dann Maßnahmen, wenn die überschritten, dann müssen die da dann die Ableger rein. Alles gut. Die Bremse 2, da vorne ist ja der erste Bremsbereich, das heißt, wenn man aus der Strecke kommt, dann die Fahrt ist ja da quasi beendet, dann wird da ein elendlanger Bremsbereich. Ist auch ein einzelner Block. Wenn der Block passiert ist, kommt er hier um die Kurve rum und geht dann hier fast in den Bahnhof, das ist die letzte Bremse. Und der Unterschied ist hier halt, wir haben fest verbaute Magneten, das sind die ersten vier. Und dann haben wir bewegliche. Beweglich sind die einfach nur, der fährt rein, die Bremswirkung ist da, dann fahren die Bremsen runter, damit er dann auch wieder Geschwindigkeit aufnimmt. Wenn die Weiche, das ist der nächste Block, belegt wäre, wird er dann hier mit der Haltebremse, deswegen das ist der Bereich, der seitlich anfasst dann. Ne? Das ist eine Bremse, die quasi mit Druckluft offen ist. Ohne Druckluft, wenn die Druckluft ausfallen würde, wäre sie geschlossen. Also wenn wir mal ein Problem mit unserer Druckluft haben, der Zug fällt immer. Es gibt eine, wenn ihr das kennt von Vekoma zum Beispiel, da ist ja so beim Big Loop oder beim Limit, dass wenn wir Druckluft, da brauchen wir Druckluft, um zu bremsen. Also das ist das System andersrum. B&M baut das aber so, dass wir ohne Druckluft bremsen. Naja. Ja, wir können also ein bisschen beeinflussen, genauso wie auf der Strecke, da haben wir auch diese beweglichen Magnete, die, wo man erst in die Bremse reinfährt, dann, das hört man immer das Zischen, ne? Dann fahren die Bremsen runter und dann nimmt er ein bisschen Geschwindigkeit wieder auf. Ja, bis auf die Weiche, da ist dann die Fahrt fast zu Ende und wenn der Zug im Bahnhof weg ist, kann man wieder in den leeren Bahnhof fahren und
aus- und einsteigen und dann geht die nächste Runde. Der Bereich tatsächlich, der steht, wir nutzen hauptsächlich zu Wartungszwecken. Also Gäste erwarten wir hier normalerweise nicht. Die Chefin wollte aber keinen Steg, den man sehen kann, deswegen haben wir den ein bisschen unter Wasser gebaut. Also ihr seht selber, wenn ihr mitkommen wollt, eigentlich nicht. So, das sah so tief aus. Wenn ich drauf komme, dann nicht. Die Reifen halt selber schuld, dann seid ihr nass. Jawohl. Okay, das sieht krasser aus. Aufnahmen von dir. Wie ist das denn mit dem Wasserstand? Jeder diskutiert immer, ob das früh morgens reingelassen wird, wie krass der Splash wird oder sowas. Nein, tatsächlich haben wir Sensoren. Das haben wir hier im Bereich. Mhm. Auf dem, draußen, neben der Filterhalle, seht ihr so einen kleinen Bereich, wo so Tonnen aufgestellt sind. Da sind Sensoren und der Wasserstand variiert maximal 1,5 bis 2 cm. Ah, okay. Wir sind einfach voll auf dem Wasser. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Wird man dann leicht nass. Ehrlich, im Wasser ist ja, das ja. Pro Jahr bis zu 400 Käppis finden wir hier. Oh! Das Thema gerade, was das Wasser sieht. Ja, wie viel Geld? Gebisse, und bei Gebiss ist mir mal ein Wunder. Ich meine, mein Handy gut, das landet dann dabei, wo jeder erschrockt. Aber Gebiss will ich doch wieder haben. Wollen. Dann fliegt das halt auch mal raus, ne? Oh, mein Kaugummi ist mal währenddessen so. Kaugummi während der Fahrt. Randy ausgehändigt, mit der ihr dann einmal durch den ganzen Heidepark laufen dürft und alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten dürft. Oh, ihr wisst eh alles, ey. Ist möglich. Im Anschluss gegen 12 Uhr treffen wir uns im Wirtshaus des Admirals im ersten Obergeschoss. Ihr könnt euch vorher schon gerne mit Mittagessen im Wirtshaus einlenken, dass wir da alle schon gesellig zusammensitzen. Dann geht's weiter mit den Spielen auf dem Oktoberfest, wo ihr natürlich alle auch tatkräftig aktiv werden dürft. Der oder die Gewinnerin bekommt natürlich auch einen Preis am Ende. Und 18 Uhr gute Preise, gute Besserung. Treffen wir uns dann am Morgen
17.50 Uhr, entschuldigt, treffen wir uns dann am Mountain Rafting, um da gemeinsam die Abschlussfahrt hätten des Tages zu machen. Lukas, fünf Versuche. Und dann wird der Gewinner gekürt. Fünf Versuche. Jedes Mal. Auch einmal schön, euch alle mal wiederzusehen nach fast zwei Jahren des Aufbaus und des Katapultstarts, wo wir natürlich in dem Moment gewährleisten müssen, dass da alles passieren kann und da keine Möglichkeit haben mehr, das abzubrechen. Ist der Puss, der ist am meisten überwacht dadurch und deswegen ist es am meisten Sensorik und auch vom Aufbau, die Züge sind auch sehr schwer und die Bahn hat ja nun auch schon ein gewisses Alter, deswegen die Wartungspunkte sind da recht intensiv, auch im Winter, auch sehr kostenintensiv. Nee, nicht in der Regel, tatsächlich ist die Krake da die Ausnahme und die Bobbahn. Wir haben da die Möglichkeit, während der Saison die Jahreswartung durchzuführen, weil von drei Zügen eben nur zwei fahren. Weil in anderen Anlagen ist es so, dass entweder, weil der Wartungszyklus es hergibt, wie beim Flug der Dämonen, dass wir einen Zug im Winter warten, oder bei allen anderen werden alle Züge im Winter komplett gewartet. Das passiert alles während der Winterwartung, damit sie während der Saison fahren können. Krake ist da Ausnahme, da haben wir eben die Möglichkeit, den Zug im Sommer zu machen, das spart uns Kapazitäten im Winter. Zeitlich und auf. Ja, so Leute, David sprintet schon gerade eben, war die Anmoderation. Was laber ich da eigentlich? Die Eröffnungsrede von Heide Park Holt und ein paar Fragen. Jetzt haben wir so eine Rallye bekommen, wir wissen einfach gefühlt gar keine Frage davon. Außer vervollständigen den Text. Los geht's, der Spaß beginnt, erleb unsere. Blabla. Ach du Scheiße, egal, jetzt kommen wir, rennen einfach. Wir gehen Lilith besuchen am Kolossus und ich muss ihm seine Cola geben. Genau, los geht's, der Spaß beginnt. Lauch ein, du wirst das Leben lachen und Gänsehaut kriegen. Schieß die Augen zu und sie packt die Fangträume ein. Liebe mit uns im Tage Heide Park. Los geht's, der Spaß beginnt. Erlebt unsere Welt, sie ist nur für dich bestimmt. Tauch ein, du wirst es lieben, lachen und staunen, Gänsehaut kriegen, lass die Augen zu und siehst, fang die Träume eingenäht. Ja, aber was ist das denn wo? Eingenäht. Leute, wir haben die erste Fahrt, Kolossus gleich. Okay, wollen wir vorne oder hinten sitzen? Vorne gehen. Los geht's, der Spaß beginnt. Lalala. So, wir gehen jetzt mal gleich Lilip ärgern, dass wir fahren dürfen und er nicht. Mann, ey, er müsste eigentlich heute auch beim Pendel sein. Ja, aber auf jeden Fall haben wir uns gerade hier hingestellt in der Zeit, wo wir gewartet haben. Wir haben ja 9.30 Uhr standen wir schon, dieses Quiz hier versucht zu machen, halt die Sachen auszufüllen. Und jetzt gehen wir quasi in die Schlange rein, in die erste Fahrt. Kolossos. Ich glaube, man fühlt sich echt bescheuert, ne? Man läuft und alle hinterher. Wieso Enten, ey? Gott, also kurz nach 9 muss man sich merken, die Bahn ist noch nicht warm gefahren. Also alle rennen zwar zu Kolossus, aber es ist noch nicht so ganz cool zu fahren, oder? Ja, ist ein bisschen lahmarschig. Also ein Tipp nochmal, wenn man vorne sitzt, dann hat man eher Beschleunigung, wenn man runterfährt. Und wenn man hinten sitzt, eher wenn man nach hoch fährt, ne? So ist das. Doch. Hey, ja, nix da. Also das ist klar. Für mich finde ich das so. Also gehe ich jetzt Flug fahren, war ich auch lange nicht mehr in meinem Kleidchen hier. Und dann geht es schon um 11 oder 12 Uhr schon da Mittagessen. Aber wir gucken mal, wie das noch so wird. Und was wir alles mit den Heide Park World Leuten machen und ob wir das mit den Spielen schaffen und unsere Fragen richtig beantworten. Ja. Wir haben zur Not gegoogelt, aber darf man ja. Deswegen gucken wir mal, wer oder was es zumindest zu gewinnen gibt. Weiß kein Mensch. Wir sind gerade zwei Fahrten in Tanada Limit gefahren und das erste ginge und dann durften wir sitzen bleiben, weil noch nicht viel da ist. Aber das zweite Mal, das ging echt auf dem Schädel, ey. Wir sind jetzt auf der Reihe hier links. Flug der Dämonen fahren wir, glaube ich, noch. Und dann klappern wir oben die Fahrgeschäfte ab. Das ist der Plan. Oh, zweimal hintereinander. Ey, wer hätte sich noch eine Fahrt geben können? Hey, ich. Ja, klar. Ich. Ja? Nee, also ich mein Schwede. Aber das Ding ist, bei der zweiten Fahrt war halt noch jemand. Also bei der, da hat sich jetzt auch jemand für die zweite Reihe angestanden. Ja, ich weiß. Deswegen, oh Gott. Also, ja, wir hätten noch mal sitzen bleiben können. Das heißt, erste Reihe ist meistens immer jemand und letzte. Oder dazwischen hättest du dich einfach anders hinsetzen können. Da hättest du noch mal fahren können. Also, geht noch relativ. So, Leute, es ist nicht mal 11 Uhr und wir haben schon die Hälfte vom Park geschafft, richtig?
Wir haben Flug. Eine Runde Kolossus, einmal Limit, einmal Bobbahn, einmal Flug. Genau, Bobbahn. Aber ich glaube, heute wird der Park auch nicht viel größer. Es ist zwar dieses Fan-Event, aber irgendwie sind auch die ganzen Ferien und so vorbei. Das heißt, eigentlich ist er ziemlich leer. Wir gucken gleich mal, wie viel bei Krake los ist. Da kann man eigentlich ziemlich gut einschätzen, ob es voll ist oder nicht. Weil Krake ist einfach immer voll. Mal schauen, wie die Wartezeit ist. Und dann, wenn nicht, dann haben wir heute echt Glück und schaffen halt echt, zur Not wird uns sogar noch langweilig. Dann können wir genug Zeit für unseren Quiz dann noch machen, damit wir vielleicht noch irgendwas gewinnen können. Schöne Wer weiß, vielleicht gewinnen wir es ja doch mit unserem coolen Fachwissen, was ich nicht habe und euch dafür habe. Aber zusammen schaffen wir das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und... So, da vorne spielt meine Band. Mal gucken, ob die mich erkennen vom letztes Mal. Hallo! Hast du unser schönes Bild gesehen? Oh nein! Oh Gott, hast du... was habe ich gemacht? Oh nein, das tut mir so leid. Warte mal. Hast du unser schönes Bild gesehen, was auf der voll hast du gesehen? Oh Gott, das tut mir so leid. Abby, ich muss mal kurz Business machen. Guck mal hier. Das ist schön, ja. Also, es hätte kein schöneres geben können, ja, oder? Ich glaube, ich mache noch ein schönes. Ja, das ist in unserem Video. Video? Hallo! Oh mein Gott, ich habe gerade einen Donut von einem Kind. Ich habe gerade einen Donut von einem Kind runtergeschmissen, weil ich den einen umarmen wollte und voll klatscht gegen den Donut. Ah, der wird aber der. Sitting on a dog on the bay. Ich habe seinen Donut gerade runtergeschmissen. Heiratsantrag gemacht. Die haben sich um mich gestritten, ja. Also die Szene hat, haben alle aufgenommen, also wir haben auf jeden Fall was Schönes für ein Video haben. Ja, die können sich auf jeden Fall an mich erinnern, finde ich gut. Sind mir treu geblieben. Stefan, du bist der Beste. So, da laufen Stefan und John davon. Ich hoffe, die laufen nicht schon Richtung Ausgang, weil es zu voll ist. Aber Express-Butler gibt's schon inzwischen. Mal sehen. Aber wie gesagt, die sind gerade Desert gefahren, Express-Butler, und ich weiß gerade nicht, wo die jetzt hinlaufen. Ob zum Mountain Rafting oder wo auch immer, aber ich hoffe, es geht noch nicht nach Hause. Oh la la. Das ist Wurstsalat, Leberkäse und Pommes.
Oh ja, auschecken nicht vergessen. Ja, letztens haben wir uns vergessen auszuchecken. Ich habe erst am nächsten Tag gemerkt, dass ich mich im Wirtshaus nicht ausgecheckt habe. Ups. Oh, meine Band spielt wieder. Jetzt müssen wir noch ein paar Fragen beantworten. Wir gucken gleich, wie viele Andreaskreuze auf der Fahrt sind zur Zugschiene da. Und dann noch, wie viele ohne Zahn Figuren zu sehen sind. Ja, mal sehen, ob die hier nicht nur, mit mir flirten oder mit anderen. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen sputen hier mit unseren. Ah, ohne Zahn ist ja direkt hier. Das geht ja eigentlich voll klar. Mal gucken, ob wir die Anzahl herausfinden, ob wir vielleicht gewinnen. Aber wir müssen dann gleich erstmal Spiele spielen, damit das in dieses Quiz mit eingezogen wird. Leute, der ohne Zahn ist doch in der Höhle. Das ist ja auch einer, ne? Ja. Wie sich herausstellt, ist die Insel mit Krallenkrabblern besiedelt. Nee, da oben, das sind keine ohne Zahn. Wenn wir Glück haben, bekommen wir die große Erma zu Gesicht, der Drachenbabys geschlüpft. Das ist doch eine ohne Zahn, ja. Ich kann gar keinen von ihnen sehen. Ich frag mich, wohin sie gegangen sind. Genau. Wir haben den Feuergeist gefunden. Nee, das ist nein, erzähl. Das war kein Feuergeist. Ohne Zahn, schau mal, das ist ein Eisgeist. Er stößt Eis aus. Vielleicht können wir jetzt damit sehen. Das ist auch kein ohne Zahn, nee. Ja doch, das ist doch ohne. Doch, der ist das. Nee, ist das eine ohne Zahn? Nee, das ist einer. Sind das beides welche? War der andere auch ein ohne Zahn? Ja? Gerade gezählt. Jetzt müssen wir noch die Spiele machen, für die Rallye fertig machen. Aber was machen die denn? Gucken die, wie viel Wasser oder? Ja, ich glaube, die Zeit wird gestoppt und dann wie viel? Ja. So Leute, ist was sehr Komisches passiert. Ich wurde einfach angesprochen und wurde gefragt, ob ein Dirndl, ob ich eins haben möchte. Ich habe eins, habe ich gesagt. Ein hellblaues hatte ich letzte Woche an. Und dann wurde ich in den Shop gezerrt und die Puppe wurde ausgezogen und mir wurde einfach ein Dirndl geschenkt für eine kleine Spende in Merlins Zauberstab. Und jetzt habe ich ein drittes Dirndl. Jo. Oh! Ja. Aber nicht ziehen, da steht extra dran. Moment, ich muss es gerne mal rein. So, er hat die Kuh umgebracht. So, aber ich würde mal sagen. So, er hat gewonnen. Ich habe sowas. Der Eimer ist voll. Ey, dafür gibt es 100 Punkte, ja? Ach, so, komm. Ja. Einsetzen hier. Ich mache mir gleich nochmal. Ich setze mich mal. Ich setze mich mal vorbei. Nicht auf die Plätze. Los. Das wird schon wieder runter, das Ding. Ja, der ist noch. Machen für alle, die heute zum Fan-Tag gekommen sind, machen wir eine Liste. Zwei, eins, zwei. So, das sind 12. Ey, der hat mir einfach meine Banane geklaut. Die habe ich heute Morgen gekauft, ne? Bei Netto. Geh doch zum Netto. Okay, ja, geil. Komm. Er hat mir schon die hergeklaut. Mann, ey. Ich habe keine Banane mehr. Immer diese YouTuber hier. Das ist schlimm, wenn man eine Banane im Rucksack vergisst, wie schnell die dann anfängt zu gammeln, ne? Ja. Wir wollen eigentlich gerade Colossus. Alter, wie voll ist das bei Mountain Rafting? Irgendwas Entspanntes wollen wir gerade fahren, aber es ist gerade trotzdem irgendwie alles voll, obwohl wir dachten, der Park ist heute leer. Wir sollen nicht mit vollem Mund sprechen, habe ich gehört.
Herr Beste spricht gar nicht mehr. Na, keine Ahnung, was wir jetzt noch machen. Diese Auslosung ist erst später. Und so spät ist es nämlich noch gar nicht, aber keine Ahnung, was wir jetzt noch machen. Und ziemlich schnell durchgekommen, also wer weiß. Vielleicht mal tatsächlich wäre ich auch nochmal vom Park. Ja, also keine Ahnung, wir müssen vielleicht nochmal wieder durch den halben Park und irgendwas anderes machen, aber wie gesagt, hier, mich haben gerade Leute gefragt, ob mir kalt ist. Mir ist nicht kalt, mir ist so warm, ich hätte auch ohne Jacke rumlaufen können. Lukas hätte seinen Holzfäller-Shirt anziehen sollen, ich habe ihm gesagt. Das denn? Wir sind auf dem Oktoberfest und nicht auf dem Holzfäller-Fest. Ja, aber das ist rot heute ist dran und nicht blau. Ja, aber Oktoberfest ist blau und nicht rot. Ja, ja. Den Affen da. Den welchen Affen? Der da, der Affe. Ja, da komme ich niemals dran. Ich versuche mal den einen, den grauen. Den Panda, Lukas, ein blutender Panda. Sieht hier aus. Ja, geht's klar. Ein blutender Panda. Kannst du ja nicht. Das ist ja 80 Euro und das ist auch neben so ein scheiß Panda. Ey, wie schwach sind die Dinger ja, eigentlich? Inklusive des Bahnhofes, so während der kompletten Fahrt Maskenpflicht herrscht. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist nach vorne, nach hinten und zur Seite unbedingt einzuhalten. Sollten diese Regeln missachtet werden, behalten wir uns vor, euch nicht mit diesem Fahrgeschäft fahren zu lassen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Schöne Grüße an Herrn Staubmeister. Oh Gott, so doof, ne? Können wir jetzt bitte einfach schnell den Zug wechseln? Oh mein Gott! Woo!